Servus, Christi und herzlich willkommen im Transportfieber mit mir, dem Waldbadinger 2000. Schön, dass du wieder mit dabei bist und so guckst, wie wir unser Unternehmen schlagsauer sicher in den Ruin treiben oder auch nicht. Mal gucken. Oh, Autosave. Schön. Ah, oh, es kommt die Borsig, oder? Schön. Die ist natürlich schon ein ganzes Eck besser als die Maschinen, die wir jetzt gerade am Laufen haben, aber egal. Ich habe das Problem da oben immer noch, ne? Das haben wir ja auch letzte Folge nicht lösen können. Nachdem ich aber es aufnehmen muss, bevor mir irgendeiner die Kommentare schreiben könnte, wie man das lösen kann, werden wir das Problem einfach mal behalten. Ich denke, mein Gott, was soll's, hilft nichts. Das andere ist, ich würde hier gerne ein paar mehr Fahrzeuge auf die Strecke bringen, weil es doch ein bisschen wenig ist vielleicht, ne? Und wir haben hier ÖPNV. Autenheim mit 116 Sekunden, ich meine, da laufe ich ja zu Fuß. Also gehen wir hier nochmal 4 Trams in Auftrag, würde ich sagen, oder? 1, 2, 3, 4. Und die kriegen dann alle den ÖPNV in Autenheim, genau. Dann könnte man mal schauen, ob wir eine vielleicht in die andere Richtung fahren lassen können. Wenn ich das sage, umdrehen. Was machst du dann? Fährst du dann in die andere Richtung? Das wäre cool, weil so, so einen gegenläufigen Ver- nee, macht er nicht. Schade. Es gibt aber auch keine Möglichkeit hier zu sagen, dass ich die Linie andersrum fahren will, oder? Mal schauen. Das ging doch im Trainfieber, ging das das, oder? Da konnte ich doch auch sagen, zeige Aufgaben. Ach so, das ist noch sowas. Ja, nee, ich will ja keine Linie löschen. Ich halte spinnt hier. Das heißt, ich müsste, wenn ich die so gegenläufig fahren lassen will, also dass eine in die Richtung fährt und einer in die Richtung, müsste ich dann da echt eine zweite Linie aufbauen und die dann so fahren lassen. Weil ich glaube, das macht Sinn, als wenn man die hier nur so im Kreis fahren lässt, weil die Stadt hier, oh, die baut hier auch schöne Straßen, weil die Stadt hier ja dann doch, ich glaube, nur in einer Richtung, so wie wir diesen Rundkurs gebaut haben, ist es eigentlich bescheuert, ne? Also ich hätte sie, ja, bauen wir halt noch einen zweiten Linie auf. Kann ich die hier eigentlich kopieren? Ja, das sind so Sachen, ich weiß, das könnte ich eigentlich auch mal so einfach ausprobieren, aber warum denn? Nee, kann ich anscheinend nicht. Ja, die kostet auf jeden Fall momentan mehr, als was sie uns Kohle bringt. Was auf Dauer schlecht ist. Aber ja, Mai hilft ja nichts. Das heißt, wir müssen eine neue Linie bauen. Das ist natürlich ein bisschen schade, aber okay, machen wir es halt mal. Von hier nach da, nach da, nach da, nach da. Und die nehmen wir halt dann. Wo sind wir denn jetzt hier eigentlich? Ah, Audenheim, genau. Die nennen wir ÖPNV. ÖPNV Audenheim Red Ruhr. Oder? Also andere Richtung auf gut Deutsch. Dann schauen wir mal, hast du Leute drin? Ja, du bist proppenvoll. Hast du Leute drin? Nein, dann kriegst du die neue Linie Retour. Oh, cool. Dann setzt man nämlich 4 Fahrzeuge hier auf Retour. Machen wir es mal ein bisschen schneller hier, dass es schneller geht. Du bist der Nächste, sobald du deine Leute abgeliefert hast, gehst du auch auf Retour. Und dann haben wir so 4 in die eine Richtung, 4 in die andere Richtung. Ich glaube, das ist ganz cool. So, du gehst jetzt bitte auf Retour. Jawohl, macht er. Dann wechselt man nämlich die jetzt alle am Bahnhof um. Das ist, glaube ich, gar nicht verkehrt. Schau, der hat einen Haufen Leute drin. Und ich glaube, das ist einfach besser, wenn die so im Kreis fahren, haben wir halt 2 Stück. Aber wir bedienen unseren ÖPNV besser. Und das, glaube ich, ist hier nicht so verkehrt, weil da ist diese Rundstrecke. Es ist nur blöd, dass man jetzt 2 Linien bauen muss. Oder ich habe es übersehen, dass man die Retour laufen lassen kann. Das wäre natürlich cool, wenn das irgendeiner weiß, bitte in die Kommentare, kann ich denn auf einer Linie die Fahrzeuge gegenläufig laufen lassen? Weil das wäre eigentlich genau das, was ich mir hier wünsche. So. Wie helfe ich mir jetzt halt mit 2 Linien? Das ist ja auch noch okay.
Aber natürlich nicht der Hit auf Dauer. So, wie viel habe ich denn jetzt schon? 3 Stück, das heißt einen brauche ich noch. Das bist du hier. Ja, und da kommt unser Zug. Schauen wir mal, wie der so läuft. Nee. Nee. Der läuft ja auch nicht wirklich gut hier. Wie viel warten denn hier auf dich? 25 immerhin, okay. So, dann bring du mal deine 5 Leute zum... Da müssen wir auch noch schauen, dass wir hier eventuell dann... So, sobald die ausgestiegen sind. Sehr gut, fährst du bitte auch auf der Retourlinie. Das heißt, wir haben jetzt hier 4 laufen. Das müsste funktionieren. Okay. Also hier muss auf jeden Fall noch ein zweiter Zug auf die Strecke, habe ich so das Gefühl. Weil sonst kommen wir da nie zu Rande. Auch wenn wir da jetzt investieren müssen wieder, aber wir investieren ja gerne. Das heißt, wir bauen hier irgendwo ein Begegnungsteil. Wo ist man denn ungefähr in der Hälfte? Ach, das machen wir ruhig ein bisschen länger. Wenn wir hier so eine Begegnungsstätte bauen, bis daher ungefähr. Ist die Hälfte vom Geld schon weg. Ja, wenn es ist, ich meine, ich ganz ehrlich, dann nehmen wir nochmal Kredit auf. Weil für, warum auch nicht, ne? So, dann machen wir es erstmal so. Dann brauchen wir Signale. Ganz klar, wir brauchen hier auf jeden Fall mal ein Ausfahrtssignal. Und da drüben würde ich sagen auch eins. Und dann bringen wir noch einen zweiten Zug auf die Strecke. Und dann ist hier alles gut. Setzen wir es daher, oder? Da schaut es gut aus. So, Linie. Jawohl, er würde sich schon trennen, das ist gut. Das heißt, sobald er da oben ankommt, versuchen wir einen zweiten Zug auf die Strecke zu bringen. Züge kaufen, mal gucken, können wir uns eh nicht leisten. Schau, jetzt hätten wir die Borstig. Na, Borstig heißt sie, ne? Die wird 45 fahren, der fährt 40. Die hat 90 Kilowatt und die 50. Und wir hätten hier den bayerischen Personenwagen. Da passen mehr Leute rein, oder? 7? Ne, 8 Kapazität und der hat 6. Ja, aber dann hätten wir einen, der schneller ist und einen, der langsamer ist. Das heißt, der läuft irgendwann auf. Und das ist ja ungut, die Geschichte. Die kostet 123. Ja, gut, die ist ja auch noch billiger, ne? Dann kaufen wir mal die hier. Und wir haben einen 36-Personen-Zug. Das heißt, wir kaufen von dem hier 1. Nicht genug Geld. Ja, super. Jetzt speicher schon, komm. Dann leihen wir uns halt mal noch mal ein bisschen Geld hier. Was soll's denn? Das können wir dann demnächst schon alles wieder zurückzahlen. Bin ich fest von überzeugt. Also 1, 2, 3, 4, 5. Hängen wir daran. 1, 2, 3, 4, 5. Na, 6 waren das, oder? 36. Also sollten schon gleich laufen. So, und du fährst bitte auch die Strecke. Jetzt warten wir noch kurz, bis der ungefähr die Mitte erreicht hat. Ungefähr. Oder am Signal ist, ich weiß es nicht, dass die nicht direkt aufeinander laufen. Was hier auch blöd wäre. Okay, es war raus, passt schon. Okay. Ja, da wartet eh schon wieder jemand. 5 Leute, schau her, cool. Ja, läuft schon langsam an, ne? Schon langsam können wir es mal ein bisschen schneller laufen lassen hier. Schauen wir mal, wie es geht. Und ich würde gerne diese Warnmeldung loswerden, ganz ehrlich. Ich würde gerne diese Warnmeldung loswerden. Ich habe keine Ahnung wie, ich kann ja den hier nicht einfach weg. Nee, kann ich nicht. Wäre auch eine Möglichkeit, mit Warnmeldung umzugehen, ne? Wir löschen einfach mal den entsprechenden Betrieb. Oh, schau, da kommen schon genug Leute her, du. Also da wollen viele mitfahren, hier ist noch nicht so viele, aber passt schon ganz gut. So, dann schauen wir, was die anderen Linien so treiben.
Also unsere Essenslinie, die fährt ganz nett im Plus. Der ÖPNV und der ÖPNV sind auch ganz gut im Plus. Die zwei da oben sind es definitiv nicht. Wobei ich das lustig finde, dass der in der einen Richtung kürzer ist als in der anderen. Sehr merkwürdig, das sollte man vielleicht auch nochmal kurz angucken. Was ist denn da der Unterschied zwischen den beiden Strecken? Gar keiner, oder? Nee. Ist das Innenkurve, Außenkurve? Kann er nicht sagen, oder? Das wäre ja mal was. Na, schauen wir mal, wie die Audenheimer hier unser Angebot eigentlich annehmen. Mittelmäßig bis jetzt, okay. Ja, mein Gott. Was soll's? So, da sitzen inzwischen 40 Leute und unser Zug kann 36 mitnehmen. Ja, und da sind 23 drin. Das schaut doch schon mal ganz gut aus. Der zweite Zug ist auch schon am Anrollen. Wie viel hast du? Du hast 9, da kommen aber auch immer mehr dahin. Ja, ich glaube, die Linie, die läuft auch jetzt richtig an. Das gefällt mir. Dann können wir uns schon langsam überlegen, was wir sonst noch machen. Mal ein bisschen rumgucken. Wir könnten Wistedt anbinden an unsere Eisenbahn theoretisch und dann hier so eine Dreierlinie, also dann, ja, da brauche ich aber fast schnellere Loks, das ist so ewig. Oder vier Züge, die hier so im Rundlauf laufen. Entschuldigung, der Frosch im Hals, ich muss mal kurz einen Schluck trinken. Ja, Erkältungszeit, ich glaube, ich erwischt auch schon langsam. Ich will aber jetzt hier nicht rumweinen, noch geht's. Das ist natürlich schon nice, ne? Es stehen hier Leute am Bahnhof. Oh, Wahnsinn, schon wieder 14. Ja, gut, gut, ich glaube, das müssen wir einfach ein bisschen laufen lassen. Die zwei ÖPNVs hier, ich glaube, das sollten wir noch in jede Richtung nochmal zwei Tram spendieren. Aber dann sind wir hier voll abgedeckt. Wenn ich den da hinten... Der weint doch hier rum. Also das beschäftigt mich wirklich, das Teil. Der weint doch nur rum, weil man da zu lang unterwegs ist. Also wenn ich dem hier ein ÖPNV darauf setze, was wäre denn dann? Ich meine, macht das Sinn? Gute Frage, ne? Ich könnte einen Bus hinstellen, der da einfach mal rauf und runter fährt, so zwei Stück, so pendeln. Keine Ahnung. Ah, Autosave, alles klar. Schau mal, wo läuft denn er so hektisch hin hier? Hey! Ziel! Wo ist denn dein Arbeitsplatz? Da oben arbeitet doch eh keiner bei denen. Also ich meine, ich weiß nicht. Das, also, ja, wenn irgendeiner weiß, wie ich diese blöde Warnmeldung jemals wieder loswerde, da wäre ich wirklich glücklichst drüber. Wirklich total glücklich, weil das nervt mich ein bisschen, dass die da ist. So, du bringst 9 mit und sind schon wieder mehr Leute da, als was wir transportieren können. Das ist verrückt. Die wollen alle weg. Die wollen alle weg. Denen gefällt es dann nicht. So, der ist proppenvoll. Erst wenn die unten dann auch noch irgendwann proppenvoll werden, dann müssen wir uns was überlegen. Schau, wie voll bist du jetzt? Nee, von unten werden sie noch nicht ganz voll, aber es stehen immer welche da. Hier auch, schau mal, 21 Leute. Wo sind denn meine Schiffe? Eins kommt gerade. Ist recht voll. Was ist mit dir? Du bist nicht ganz so voll. Ja, ich weiß nicht, ein drittes lohnt sich noch nicht, ne? Hier auf die Reihe zu bringen. Weil ich meine, die passen da alle drauf auf das Schiff. Schwierig. Es haben wir echt noch nicht so viel am Laufen hier, aber trotzdem. Bin ich ja eher geneigt, hier noch einen dritten Zug auf die Strecke zu bringen. Ich weiß nicht, pack die Strecke einen dritten Zug. Da stehen 13. Da stehen 18. Der Zug ist voll.
mit 36 und der hier hat 28. Nee, ich glaube, ein dritter Zug lohnt sich auch noch nicht. Noch nicht wirklich. Da stehen auch welche am Busbahnhof, die warten. 11 Stück. Ja, denen ist es hier auch schon lieber. Der Körper eigentlich hier noch fast noch. Und wie schaut es denn da unten aus? Wo ist denn da der Haltepunkt hier? Ich weiß nicht, sollen wir da nur einen auf die Reise schicken? Also Schiffe brauchen wir nicht noch eins. Da reichen die zwei erstmal dicke. Die machen das ganz gut, glaube ich. Schauen wir mal, wie die Schifflinie eigentlich tickt. Ah, die läuft gut im Plus. Die läuft echt gut. Es läuft eigentlich alles gut im Plus. Bis auf die zwei ÖPNVs hier. Und die könnten wir eventuell auch hochholen, wenn wir hier die Zeiten noch kürzer machen. Ich glaube, das probieren wir jetzt noch aus und dann beenden wir die Folge mal wieder. Das heißt, wir schicken hier noch jeweils zwei Trams in jede Richtung, würde ich sagen. 1, 2, 3, 4. So, du gehst auf die Linie. Das ist Linie zuweisen, oder? Nein, das ist Fahrzeug selektieren. Ich will nicht alle der Linie zuweisen. Achso, du bist ja hier schon. Okay, Entschuldigung. Haha. So, Audenheim. Audenheim Retour. Audenheim. Audenheim Retour. So, ich glaube, das reicht mit Ausbau hier erstmal. Jetzt schauen wir noch schnell, wie sich unsere Liniennutzung hier. Ja, zweistelliger Bereich. Ich finde immer noch lustig, dass sie so auseinander sind. Das ist echt so Innenkurve, Außenkurve. Kann ja fast nichts anders sein, ne? Egal, jetzt schauen wir mal, dass die hier ein bisschen anlaufen. Ich lasse es jetzt das Spiel zwischen dir und der nächsten Folge mal weiterlaufen. Wir haben jetzt dann gleich 18:65. Also wir werden uns dann so 18:66, 67 wiedersehen. Eher. Oder vielleicht erst 68. Mal gucken. Das muss ich jetzt alles ein bisschen einpendeln. Ich werde es ein bisschen beobachten, ja, und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder und schauen, was wir dann für tolle Sachen treiben. Eventuell da hinten Wisstedt anbinden an die Eisenbahn oder mal gucken, vielleicht pendeln wir auch von hier weg, dass wir da Richtung Mettlach oder so, das ist arg weit weg, das ist mir eigentlich gerade weit weg. Haben wir da unten irgendwelche Städte, die wir anbinden? Frankenthal eventuell, schauen wir mal. Ob wir von hier rausgehen Richtung Frankenthal oder ob wir da oben Wisstedt anbinden. Eins von beiden werden wir wohl machen. Erstmal ein bisschen hier Personenverkehr noch auf Vordermann bringen und dann gehen wir wieder vermehrt in die Güter. Ich glaube, das ist ein guter Plan. Alles klar. Dann hoffe ich, hat dir die Folge gefallen. Wenn ja, würde ich mich über einen Daumen freuen, über ein Abo. Falls noch nicht passiert ist, über Kommentare. Ich lese immer gerne alle. Und das Video darf auch immer und überall geteilt werden, wie sämtliche anderen Videos natürlich auch. Ja, dann hoffe ich, sehe ich dich bei der nächsten Folge wieder. Bis dahin, mach's gut, ciao, ciao und servus.